So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Foot Draft Challenges. Und nach einer gefühlten Ewigkeit starten wir heute mal wieder rein, werden unsere zweite Runde Draft überhaupt auf YouTube heute mal zocken, Freunde. Denn bisher kam das eigentlich immer nur auf Twitch in den Livestreams. Und das will ich jetzt natürlich auch für euch ein bisschen mehr auf YouTube bringen. Habt ihr euch gewünscht? Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht knacken wir die 3000 Likes, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und in dem Sinn gerne auch Challenge-Vorschläge in die Kommentare schreiben, was wir da eventuell mal probieren sollten, Freunde. Wo ich meine Probleme bekomme mit welcher Challenge, was vielleicht hart sein könnte, schreibt das gerne rein. Heute starten wir auf jeden Fall mit der 90-Sekunden-Challenge. Heißt, ich habe mir gedacht, wir werden uns 90 Sekunden lang Zeit nehmen dürfen, unser Team komplett zu bauen. Heißt, nach 90 Sekunden muss das Team stehen, wie es eben steht. Egal, ob wir noch irgendwo chemietechnisch Verbesserungsvorschläge haben oder nicht. Nein, nach 90 Sekunden ist finito, Freunde. Dann ist Schluss. Und dann muss das passen. In dem Sinn würde ich sagen, quatsch nicht lang drum rum. Gehen wir erstmal rein. Wir starten das Ganze mit Coins. Haben natürlich zunächst nochmal Möglichkeit oder die Chance, die Aufstellung ganz gechillt uns anzuschauen, Freunde. Okay, das ist jetzt irgendwie alles nicht ganz so das Wahre. Fünferkette, nein, danke. Vor allem nicht die, Freunde. Das sieht so ein bisschen immer aus wie, keine Ahnung, wie so ein Turm. Ich war wie ein umgedrehtes Haus. Passt vielleicht besser. Dreierkette will ich auch nicht unbedingt. 4-4-1-1 oder 4-4-2. Ich glaube, ich gehe sogar... Oder die hier. Die ganz normale 4-4-2, Freunde. Flache 4. Boah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich gehe über... Boah, ich glaube, ich gehe über die... Ich glaube, ich gehe standardmäßig 4-4-2, Freunde. Standardmäßig 4-4-2. In dem Sinn. 3, 2, 1, go. Ab sofort zählt die Zeit, Freunde. Wir legen los. Wir gucken mal, was wir für Spieler bekommen. Und wir starten gleich mal, würde ich sagen... mit Messi. Auch wenn es vielleicht... Ach doch, wir haben ja rechtes Mittelfeld. Egal, Jungs. Wir machen weiter. 90 Sekunden. Das Problem ist... Oh mein Gott, ich kann das noch nicht wirklich einschätzen. Was ist denn das? Rüllit, Pogba und Co., Freunde. Kommt schon, wenn da jetzt noch ein kranker... What the fuck? Okay, Jungs. Holy shit. Nicht wundern, wenn Moi heute hier drüber steht. Krankestes Footdraft ever. Was ist denn das, Kono? Jungs, wir müssen uns checken. 30 Sekunden sind schon vorbei. Oh mein Gott, vorne kriegen wir nichts Gutes. Serie A, MLS, ich nehme Sardes. Der ist ganz geil. Ach du Scheiße, sind 90 Sekunden schnell. Benze oder ich nehme Griezmann, Freunde. Ich nehme Griezmann. Innenverteidigung. Oh mein Gott. So. Premier League, egal. Wir versuchen da mal Richtung Premier League zu gehen. Mal schauen, was wir da noch hinkriegen. Krankes Team. Liga BBVA. Antonelli, Freunde. Rechte Seite. Eine Minute ist gleich schon mal vorbei. Wir kriegen Martinez, das ist ganz gut. Wir tauschen die beiden. Wir gehen auf links. Vielleicht noch einer aus der BBVA. Jawohl, es geht. Nehmen wir gleich Luis im Kasten, Freunde. Wir stehen bei einem 84er Rating. Wir kriegen Iraisos. Und den Rest, würde ich sagen, machen wir ganz schnell vervollständigen. 20 Sekunden. Auch vielleicht haben wir noch die Möglichkeit, umzustellen. Wir haben Neymar. Wir haben Neymar. Wir haben Neymar. Jungs, Neymar muss noch rein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Neymar packe ich vorne rein. Und links hinten noch Inia. Und dann, glaube ich, haben wir noch eine Möglichkeit. Wir haben nochmal Isco, wir haben nochmal Mario Gaspar. Der ist noch ein Tickchen besser. Und sonst, glaube ich, passt das, Freunde. Eine Minute 30 sind vorbei. Ho, ach scheiße, jetzt habe ich die Bank natürlich nicht gemacht. Puh. Jetzt habe ich natürlich die Bank soweit nicht angepasst. Trainer, den machen wir jetzt gleich noch, aber das ist eher halb so wild, würde ich sagen. Boah, Rüllit, Messi, Neymar. Wir haben keine schlechten, Freunde. Wir hatten echt keine schlechten, vor allem der Start mit Messi, Rüllit, Iniesta in Form. Vorne jetzt Neymar, daneben Griezmann. Boah, das ist ein starkes Team. Antonelli vielleicht nicht ganz so stark. Wir kommen auch in Anführungszeichen nur auf eine 87er Chemie, was ich aber völlig in Ordnung finde. Ich glaube, dann nehmen wir fast 89 den Spanier. Schauen wir mal. 88. Ja, dann nehmen wir diesen Spanier Molina. Dann nehmen wir diesen Molina, Freunde. Den packen wir auf die Bank. Heißt, 84er Bewertung, 89er Chemie. Hier haben wir nochmal die Übersicht. Rüllit, Messi, Otamendi. Geiles, geiles Ding. 173er Rating. Hatten wir schon um einige Male besser. 180 aufwärts ist eigentlich immer so das, was man auf jeden Fall schaffen sollte. Aber dafür, dass es eine 90-Sekunden-Challenge war, glaube ich, haben wir ganz gut eine Wahl getroffen. Und mit dem Team, Freunde, das ihr da im Hintergrund seht, mit dem gehen wir jetzt gleich mal rein in die erste Partie und kloppen hoffentlich unseren Gegner weg. Eine gefühlte Ewigkeit später haben wir nun also unseren Gegner gefunden. 85er Bewertung, auch mit einer Legende, nämlich mit Shevchenko. Zuma in Form, Sturridge in Form. Oh, er hat keine schlechten Spieler. Pjanic, Ruffier. Aber unser Team ist, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Von dem her, Freunde, schreibt übrigens mal gerne in die Kommentare. Braucht ihr auch so ewig in letzter Zeit, bis ihr einen Draft-Gegner findet? Ich habe gerade das Spiel neu gestartet. Ich bin dreimal raus aus Ultimate Team und noch rein und jedes Mal keinen gefunden. Aber gut, wir genießen das Spiel. Wir gehen's an, Freunde, gegen unseren Gegner. Erste Runde. Let's go. Puh.
Gut gespielt. Neymar, schöner Ball. Jetzt Griezmann. Der muss rein. Der geht nicht rein. Pfostentreffer. 49. wahrscheinlich. 20. Minute. Guter Ball kommt nicht an von Messi. Aber erste starke Möglichkeit. Leider Gottes treffen wir nicht sofort. Aber gut, da müssen wir jetzt weitermachen. Das ist kein schlechter Start da von uns. Riesenmöglichkeit, Freunde. Ihr reißt es. Aber ihr habt es gesehen. Wir kommen da null ran. Wir kommen da null ran. An Shevchenko wieder, auch nur, weil er eine Legende ist, oder was? Jetzt mal stark. Griezmann. Schön gemacht von Messi, Messi, Messi. Und dann ist er drin. 1:0. 39. Minute. Schöne Schusstäuschung. Schön davor. Rübergelegt von Antoine Griezmann, glaube ich, war es. Und dann schlägt er zu. 99er Team auf dir, Messi. Das sehen wir es nochmal. Zack, die Bohne. Keine Möglichkeit für ihn, das zu verteidigen. Ruffier kommt nicht hin, Freunde. 1:0. So kann es weitergehen. Gaia sieht Hüllit laufen. Hüllit sieht aber sich selbst nicht laufen, Freunde. Ha, wie gibt's denn das? Gut, Jungs. Och, Hüllit, lass dich nicht so abdrängen. Gut, Hüllit. So, Messi, ne, Griezmann schicken. Griezmann wieder auf Hüllit. Hüllit mit der Möglichkeit. Hüllit 2:0. 46. Minute. Ihr habt es bisher gemerkt, es gibt nicht allzu viel in dieses Video reinzuschneiden. Da passiert relativ wenig. Aber wir nutzen die Chancen eiskalt aus. 2:0. Hüllit mit der Kiste. Die Legende, sie trifft. Gut, von Neymar. Und damit, Freunde, gehen wir rein in die Pause. Nix gut, Neymar. Völlig egal. Neymar war, ist ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht, ob ich die Szene mit reinschneide, aber Neymar in vielen, vielen Situationen einfach nicht wirklich gut. Aber gut, gehen wir rein in die Pause, Jungs. Da sieht soweit ganz gut aus. 4 Schüsse, 3 aus Tor, 2 Tore davon gemacht. 50% Ballbesitz. Jetzt seht unsere Passquote, 71%. Mein Ziel ist es ja immer, eine gute 80, also 80 plus letztendlich herzustellen und zu schaffen. Aber 71 ist viel zu wenig. Da müssen wir weiter dran schrauben, aber es sieht gut aus, dass wir dann die nächste Runde einziehen. Und in dem Sinn ab in den zweiten Durchgang. Iniesta. Hüllit wird geschickt. Hüllit kommt nicht ganz in. Erste kleine Torannäherung da im zweiten Durchgang. 50 Minütchen sind gespielt gewesen. Schade, schade. Wir kommen gut raus, aber trotzdem die Möglichkeit, die da lebt. Messi. Und dann ist letztendlich Iraisos dazwischen. Macht das stark. Jetzt Neymar. Jetzt Neymar. Oh, schön gespielt. Neymar kann den mitnehmen. Neymar, 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 Neymar. Hüllit. Hüllit. Er kriegt ihn nicht unter. Mann. So ein drittes Tor wäre halt jetzt endgültig die Entscheidung. Und das wollen wir erzwingen. Oh, das gibt es nicht, Jungs. Da hat er aber eine Menge Portion Glück, Freunde. Eine ganz große Portion Glück, dass der da irgendwie durchgeht. Wir sind eigentlich wieder nah dran am Verteidiger. Messi kriegt die Chance, nutzt die eiskalt 2:1. Es wird wieder ein bisschen spannender. Hüllit. Oh mein Gott, wenn der sich hinten reinzängt. Ruffier im Kasten ohne Probleme, Jungs. Ja, es wird jetzt hier doch nochmal so ein bisschen unfreiwillig spannend. Wir sind hier klar die bessere Mannschaft. Jetzt schauen wir mal, dass wir, ja genau, den schicken, weiterleiten, dann kommen wir nicht hin. Wir sind hier so ein bisschen, wir sind die klar bessere Mannschaft. Er macht da mit seiner ersten guten Chance eigentlich im Spiel, nee, die zweite im Spiel, die erste in Durchgang 2. Macht da gleich die Kiste, das ist halt ein bisschen bitter, von dem her brauchen wir jetzt das 3:1. Dann wäre ja alles im Lot und wir wären in der nächsten Runde, gibt den Einwurf. Gut durchgesteckt, Freunde, 77. Minute, Ronaldo, Jungs, was macht ihr da? Oh, ganz tief durchschnaufen. So, wen schicken wir? Ich glaube, wir schicken Neymar. Neymar läuft, Neymar hat Platz, Neymar macht das. Neymar macht das. Neymar macht das. Neymar macht das nicht. Aber es gibt den Eckball. So, Freunde, die letzten 2 Minuten brechen an in dieser ersten Runde in Foot Draft. Pjanic kriegt nochmal die Möglichkeit. Antonelli kann den fast nicht gut klären, Freunde. Eieieiei. Messi nochmal. Stark gemacht von Messi. Schauen wir mal, ob wir den Seitenwechsler hinkriegen. Den kriegen wir hin. Gut rausgespielt. Und jetzt sollte es das eigentlich im Normalfall gewesen sein. Nochmal der gute Ball auf Neymar. Er köpft ihn weg, Jungs. Das war's. Das war's. Wir stehen in der zweiten Runde. Das ist die gute Nachricht. Aber mal gucken, ob wir vielleicht da noch was hinkriegen. Was ein genialer Ball auf Messi. Was auch immer der davor hat. Messi überragend. Messi und dann steht Iniesta im Weg. Das ist auch so oft schon passiert in FIFA 16. Ich verstehe es nicht. Wobei, ich glaube, das haben sie ein bisschen rausgepatcht. Aber vorher, das war ja krass. Gefühlt in jedem Schuss. Naja, wir gewinnen mit 2:1 am Ende diese erste Partie von FootDraft, Freunde. In der ersten Runde mit unserer 90-Sekunden-Challenge. Ich zeige euch eben nochmal schnell die Spielstats
11 Schüsse, 6 aus Tor. Das geht, denke ich mal, wunderbar in Ordnung, dass wir das gewonnen haben. 76% Passgenauigkeit. Auch da werden wir so ein bisschen besser. Und in dem Sinn würde ich sagen, war es das heute schon mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr ist, nur lasst ein Abo da und verpasst nichts. Vielleicht knackt mal die 3000 Likes. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann kommt, denke ich, die Tage auf jeden Fall die zweite und dritte Runde, je nachdem, wie weit wir kommen. Und im besten Fall gibt es noch einen dritten Part, nämlich das Finale, Freunde. In dem Sinn würde ich sagen, war es das. Haut da rein, habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.